Dies ist eine Videoantwort für den Simon Baum. Simon, du hattest uns gebeten, etwas über unsere Messer zu erzählen, insbesondere über die Folder. Und ich lege jetzt einfach mal hier ein paar Sachen hin. Also, was ich an Foldern habe, ist eigentlich hier dieses Victorinox, was du ja auch hast, mit der Lupe, Säge und so weiter. In meiner EDC-Tasche habe ich auch immer das, wenn ich also auch ein Messer ausleihen will. Und für kleine Sachen ist das auch okay. Werbegeschenk. Das ist von meinem Schwiegervater, was ich ihm noch in die Ukraine schicken muss. Das Trailmaster von Victorinox kann ich echt wärmstens empfehlen. Im Gegensatz zu meinem ist die Säge ungefähr 1,5 cm länger, die effektive Sägefläche. Und was ich bei dem noch sehr gut finde, im Gegensatz zu meinem, was nicht eine feststellbare Klinge hat, ist nicht nur, dass die Klinge selber feststellbar ist mit diesem Liner-Lock hier, sondern dass sie beim Zuklappen auf halbe Position einrastet, damit man wirklich die Finger sicher weg hat, um es zuzuklappen. Denn diese Klingen sind schon richtig scharf. Im Gegensatz zu meinem hat das Trailmaster keinen Korkenzieher. Der Schwiegervater hat sich das so gewünscht, da stimme ich ihm auch voll zu. Einen Korkenzieher braucht man im Alltag, sage ich mal, eher nicht so unterwegs, nicht so sehr. Und deswegen hat er sich für das Trailmaster entschieden, weil es A, Philips Kreuzschraubendreher hat und natürlich wie alle Victorinoxe B, die zwei Größen Schlitzschraubenzieher. Wobei der große sogar auch noch einen Liner-Lock enthält. Also eine feine Sache, wenn man wirklich was hebeln muss oder so, der hat einen Liner-Lock, der tut nicht so schnell zuklappen. Das war's zu den Foldern. Und zu Messern im Allgemeinen, da fange ich mal bei meinem größten Messer an. Das ist eigentlich eine Klinge, die ich vom Udus habe, der die Udopokus macht. Der hat dieses 440C Stahlmesser, hat er so halbwegs ballig geschliffen. Das war Hohlschliff und jetzt hat es so eine Art S-förmigen Schliff, also ballig, hohlballig. Das benutze ich zum Holzhacken, zum Betonen, wie man so schön sagt, also mit 5 mm Klingenrücken hat das eine ganz gute Spaltwirkung. Und ja, also das ist eine feine Sache. Es ist für wirklich, sagen wir, Beilaufgaben, es ist noch nicht ganz praktisch, weil die Kanten hier alle ein bisschen scharf sind. Aber so kleinere Hacksachen, ein bisschen Holz für ein Hobo zu machen oder so, ist eine ganz feine Sache. So, dann gehe ich mal zu diesem Messer über. Das hatte ich vor Jahr und Tag beim Volker Frankentagging gewonnen in Einzelteilen. Und in der Ukraine hat mir jemand geholfen, das mit Epoxy wurde hier innen drin zu verkleben. Und das ist eine feine Sache, um zum Beispiel auch mal eben schnell Brombeerdornen zu enthacken, wenn man mal ein Seil oder was verknoten will mit Naturmaterialien. Das ist auch durch das Lanyard dann lang genug, um sich mal auch den Weg durch die Brennnessel durchzuhauen. Ist schön scharf, ist Scandi-Schliff und
auch zum Betonen für kleinere Sachen ganz gut geeignet. Das ist ein Carbonstahl. Man könnte also damit auch Feuer schlagen, aber ich finde, das ist alles viel zu energieaufwendig. Dann gehe ich mal zum Lepus über. Der hatte mir aus einer Vorlage, die ich ihm geschickt habe, hat er mir das geschmiedet. Ich war immer fasziniert über die Gewichtseinsparungen, die man erzielen kann, indem man den Griff skelettiert und nicht nur den Griff, sondern auch die Klinge. Und das hat er da sogar im Schmiedeverfahren hingekriegt. Nur das Messer möchte ich nicht für so harte Einsätze benutzen, weil es einfach ein Schmuckstück ist. Ist ein scharfes Schmuckstück, ballig geschliffen, hält sich gut, man kann so halten, man kann es so halten. Also, es ist schon faszinierend, wenn man damit die Mohrrüben schneidet, dann fliegen die Scheiben einfach nur so weg. So eine Spaltwirkung hat das Ding. Bleiben wir noch beim Lepus und mein letztes Messer, was ich heute zeige, das ist das Mini Bush Beil von Lepus. Er hat mir dazu auch diese Scheide noch genäht, was mein Vater und ich als Mini Bush Beitel umgeschliffen haben. Es ist einseitig angeschliffen, die andere Seite ist also ungeschliffen. Wenn ich hier den kleinen Finger reinsetze, habe ich quasi eine Griffverlängerung. Das kann man ganz gut erkennen. Also ich habe hier zwei, zweieinhalb, drei Finger. Und damit kann ich jetzt ziemlich gut Power schneiden, weil der verhindert, plus diese schräge Linie hier, dass mir der auch recht kurze Griff aus der Hand gleitet. Und für mich ist es ja nicht so wichtig, taktische Messer zu haben, aber ich sage immer lieber praktisch als taktisch. Aber das haben wir hier umgeschliffen in einen Buschbeitel, weil man tatsächlich jetzt da hiermit auch feine Hobelarbeiten vornehmen kann. Eben durch die Spitze des Beitel, die Beitelform, die ich schon mag, kann man also ganz gut irgendwas weghobeln oder eben wegstechen. Also ich mag dieses Messer sehr. Überhaupt grundsätzlich bin ich ein richtiger Fan von selbstgemachten Messern oder selbst verfeinerten Messern, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so Multitool, so Victorinox, viel Werkzeugmesser ist natürlich auch für mich ein Muss. So, das wollte ich da zu den Messern mal gesagt haben. Ich wünsche dir und deinem Kanal weiterhin viel Erfolg. Mach's gut, bleib wie du bist, schick ab und zu mal ein Video hoch und ich wünsche dir alles Gute. Simon, mach's gut.